Der Zeuge hat seine Aussage zurückgezogen. Ich kann leider nicht verhindern, dass Sie und Ihre Gruppe da draußen die Bevölkerung tyrannisieren. Aber ich möchte Ihnen noch einen kleinen Hinweis mit auf den Weg geben, bevor Sie meine Dienststelle verlassen. Ich kann Sie nicht leiden, verstehen Sie? Mir wird übel, wenn ich Sie nur sehe. Und sollten Sie es noch ein einziges Mal wagen, jemanden, der in der Zuständigkeit meiner Dienststelle unterliegt, zu bedrohen, zu bestehlen oder in sonst irgendeiner Form zu belästigen, dann werde ich diese Übelkeit überwinden. Ich werde Ihren Namen mit einem kleinen Post-it an meinen Bildschirm kleben. Ich werde Sie von morgens bis abends überwachen lassen. Ich werde Ihre Gespräche abhören. Ich werde immer wissen, wo Sie sind. Und dann werde ich in Ihre Wohnung gehen. Und ich werde dort etwas hinterlegen, was Sie mit Sicherheit ins Gefängnis bringt. Sie können jetzt gehen. Das war's. Na? Setz du dich einen kleinen Moment, ich habe ein paar Fragen an dich. Was denn für Fragen, du? Ich muss zurück zur Arbeit. Geht ganz schnell. Wo warst du heute Morgen so gegen 4 Uhr? Im Bett? Was soll das? Was willst du von mir? Kann das jemand bezeugen? Ich glaube nicht, dass das jemanden was angeht. Würdest du bitte auf die Frage antworten? Du, das kannst du dir abschminken. Sag mir doch bitte, worum es geht, weil ich gehe sonst wieder. Es geht um Michael Hauser. Ja und? Was geht mich das an? Du warst mal mit ihm verheiratet. Ja, war. Aber zum Glück nicht mehr. Würdest du mir jetzt bitte sagen, worum es geht? Er wurde heute Mittag tot in seinem Haus gefunden. Er wurde ermordet. Ach, und jetzt möchtest du von mir wissen, ob ich eine Ahnung habe, wer das gewesen sein könnte. Hast du ihn umgebracht? Ob ich was habe? Nein, ich habe meinen Ex-Mann nicht umgebracht. Darf ich jetzt bitte wieder gehen? Wir haben Fingerabdrücke gefunden. Ist ja nicht so schwierig, wenn Mama verheiratet war. Nicht in seinem Haus. Wo denn? In meiner Wohnung oder was? Also entweder du lügst mich an oder du hast wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber in beiden Fällen hast du ein ziemlich großes Problem. Warum? Weil mir der Tod von diesem Wichser am Arsch vorbeigeht? Nein, weil wir die Waffe, mit der er erschossen worden ist, in deiner Wohnung gefunden haben mit deinen Fingerabdrücken drauf. Was? Besitzt du eine Waffe? Ja. Die hat er mir irgendwann mal gegeben, weil er Angst hatte, dass mir was passiert. Aber ich habe die doch nicht benutzt. Hat noch jemand einen Schlüssel für deine Wohnung? Nein, nur ich. Hast du für die Tatzeit ein Alibi? Nein, ich war allein. Was passiert denn jetzt mit mir? Ich werde dich vorläufig festnehmen müssen.